Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Superhelden-Modus. Champion, du solltest sein. Welcome to Nova. Wir nehmen den mit. Oh, Angler sind natürlich auch nicht schlecht. Oh, Mega-Skalierung. Vier magische Schaden habe ich hier nicht. Deswegen muss ich auf die Sakura-Blume zurückgreifen, mal wieder. Ne, wir wollen die mal ein bisschen weiter hinten hin. Machen wir direkt den Champion-Buff drauf. Fertig. Was ist das? Seeschlange hier hinten? Ja, du kleine Mieze. War gerade besetzt. Aber jetzt liegt man hier neben mir. Kann ich also voll und ganz wieder zocken? Guck mal drüben. Okay, Angler und Manaros. Ich werde ja auch gleich mit Anglern einsteigen. Zumindest einer schon mal. Ob ich die groß kriege. Weil selbst ohne Manaros sollte es gehen. Ist aber gar nicht so einfach. Und die beißen halt relativ früh ins Gras. Gerade wenn ich sonst keine Frontline habe. Darlehen gibt es, Söldnerzeit, Kreditor. Kreditor ist halt schon stark, ne? So, es sollte passen. Als 3,6 Mana wenigstens schon mal. Also ich baue nächste Runde den nächsten. Mach dann mit dem Groll zusammen diese Verteidigung aufbauen. Im Wächter der Meere. Das ist auf jeden Fall ein Plan. Ja, die Angler sind halt schon gut dabei, gerade wenn die Mana-Rosser tanken. Und bei mir geht das halt nicht. Müssen wir halt ein paar mehr bauen. Ich bin ganz schön drüber. Was macht erstmal nichts. So, die können ein bisschen Mana sammeln. Auch wenn es erstmal nicht so viel ist. Bis zum Late Game soll ich doch hochgekriegt haben. Gehe ich mal von aus. Dauert halt nur seine Zeit. Jetzt ist Welle 5. So viel haben die jetzt noch nicht. Aber das wird schon. Aktuell sind die meine Frontline.
Ja, drüben, der ist schon fast komplett. Ohne geweihtes Ross ist echt hart. Man hätte auch einen Starcaller mitnehmen können, theoretisch. Wollte ich aber in dem Fall nicht. Auch Angler, der andere. Da sieht man den großen Unterschied zwischen der Kombo mit dem geweihten Ross und keiner Kombo. Was haben wir? Beschützer. Das nehme ich erstmal so mit. Ja, das wird dauern, bis die fett sind. Da muss schon einiges noch dazu kommen. Aber solange ich erstmal halt hier. Die sind nicht mal maximal. Aber die sind schon komplett. Und ich habe noch nicht mal einen aufgewertet zur Stufe 2. Ich habe ja Schwein, es gibt ja noch einen Magier-Buff oder sowas. Jedenfalls brauche ich eine Frontline da noch. Jetzt dann nächste Runde den Dachs hinstellen. So, das sollte von der Kohle erpassen. Wenn der Dachs erstmal steht. Dann haut das schon hin. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, ob ich die Runde halte. Sieht nicht gut aus. Nee, da fehlt mir der Schaden noch. Da sind die Angler noch zu schwach. Also steht der Dachs einmal vorne. Es werden die hier wesentlich länger leben. Dass ich da mehr rausholen kann. Ja, zwei haben zumindest schon mal die Hälfte. Ja, aber ohne Mana raus ist echt kacke. Also ich glaube, die wurden auch genervt, dass die weniger Mana kriegen. Ich glaube, die zweite Stufe. Ja, wenn wir ein paar Worker aufbauen. Wird hier drüben noch einen Dachs hinsetzen. Mach das gleiche dann nochmal mit den Schattentänzern und den Albtraum. Also ihn hier hin, den Crawl und darum rum dann den Rest. Soll doch jetzt noch mal rollen.
Weil die weg, die Angler weg, davon habe ich jetzt genug stehen. Nehme ich das auf jeden Fall mit. Und weiß nicht, Archer, nee, Stichschaden habe ich genug, wahrscheinlich den goldenen Beschützer. Der macht noch am meisten Sinn, weil Stichschaden bin ich wirklich gut dabei. Ich baue jetzt hier ein bisschen mehr, damit ich nächste Runde auch halte. So. Ein bisschen muss ich schon gucken, dass ich die Waves halten kann. Oh, drei Robos geschickt und eine Brute. Aber jetzt habe ich meine Albträume stehen, zwei Stück. Eiersack. Ich glaube, den kann ich nicht durchbrechen. Oder doch? Gucken wir mal. Sieht gut aus, jawohl. Reingekackt. Hohoho. Das gefällt mir. Jetzt hat er gleich eine beschissene Hydra. Ich nehme das. Damit ich mir ein bisschen Gold einsparen kann. Zwei Dinos rein. Gucke ich, dass die nächste Runde so viele Angler noch auf Stufe 2 bringen, wie ich kann. Also die, die voll sind. Der hat die Hydra verkauft? So, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben, aber das ist nicht so schlimm. Er hat wirklich die Hydra wieder verkauft. Warum? Ist doch erstmal egal, ob die jetzt kacke ist oder nicht, die steht erstmal da, so. Und für die Kohle? Naja, gut. Muss er selber wissen. Aber ich hätte stehen lassen. Ich muss erstmal locker aufbauen. Durch die Upgrades habe ich sehr viel gebaut. Aber ist natürlich auch notwendig, dass hier die Angler groß und stark werden. So früh wie möglich. Ja, wir können mal mit zwei Brutes probieren, ob was passiert. Das ist eigentlich eine gute Wave. Zum Senden zumindest. Okay, wollt man da Beschützer-Aura?
die haben zu viel ihren Angriff verteilt und nicht fokussiert. Mega Heals. Stellen wir hier noch den Beschützer hin, damit die möglichst lange leben und dann sammeln können. Weil viele Raves sind nicht mehr übrig. Was macht er denn? Der rollt die ganze Zeit. Aber meinen Kreditor konnte ich jetzt natürlich nicht so gut ausnutzen. Aber ich musste halt was bauen. Das war eher das Problem. So. Sollte passen. Oh, Triple Buff. Beste der Mera, APS und der Metzger, bzw. der Chefkoch. Und doppelter Geierschild schon mal. Ein kleiner Leck, aber nicht so schlimm. Ja, das sollte ich halten. Viele Turtles reingeschickt, aber das macht erstmal nichts. Schicke ich mal ein bisschen was rein. Was habe ich? Ja! Der Mark Your Buff. Krass, den habe ich gebraucht. Den habe ich tatsächlich gebraucht. Jetzt ist es kein Problem mehr, dass die voll werden. Das ist gut. Im Superheld-Modus kommt der Machiavell auch sehr häufig vor. Wir sind auf einmal ganz oben. Das sieht gut aus für mich. So, gehalten habe ich durchgedrückt, aber ordentlich durchgedrückt. Da ist einiges angekommen.
Komme sogar zum King durch. Ja, damit hat er nicht gerechnet gehabt. Und das gibt mir schön noch mehr Worker. Sehr gut. Oh, die sind schon fast voll. Machen wir es so. Ja. Das sieht sehr gut aus. Da habe ich ganz schön runtergedrückt. Laser vor Eis. Fremdartige Aufrufen. Ja, der kommt da durch. So, magischen Schaden, setzen wir mal die Blumen größer. Na, hier kann ich auch noch eine Runde warten. Upgrades. Mal hier mehr Upgrades rein. Ja, noch eine Blume hinstellen, ja. Mach ich. Drachen 380. Wenn ich jetzt durchkomme. Okay, zwei sind schon, glaube ich, im letzten. Und der eine ist aber neu platziert. Ja, ich komme durch, alle weg. Ich will jetzt aber auch keine neuen Worker holen. Ich bleibe bei den 88,3, weil ich werde jetzt die Kingpins aufwerten. Maximal. Ja, auf die kann ich auch noch warten für nächste Runde. Das geht klar. Das ist schon mal drei volle Kingpins. Der ist auch fast voll, der auch. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen länger. Habe ich als zweites platziert. Also wirklich ohne Mana, also Markio oder die Mana-Rösser sieht schlecht aus mit Kingpins, gerade viele Kingpins hinzustellen. Neue Eier gebaut. Er hat die wieder verkauft. Verstehe das nicht.
Nee, pass auf, steh hinter. Noch welche. So. So mache ich das. Ich habe 3000 plus. Nö, ah ja. So, dann die werden ausschlüpfen wahrscheinlich. Wer jetzt nicht angreifen. Aber er hat die immer wieder verkauft. Jetzt hier vorne stehen noch drei. So, letzte Runde. Oh, da fehlt nur 1%. Ja, den mache ich jetzt auch einfach groß. Die werte ich auf. Crush ich einfach noch hin. Mal gucken, ob ich hier noch upgraden kann. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist schon fett. 23 Stacks. Geschickt. So, ich muss auf jeden Fall Voreises mit reinschicken. Ich mache mal 3. Hau noch Ogre mit rein. Boah, steht ja noch eine Blume da hinten hin. Und dann hau ich noch eine Hexe rein. Also auch Freischaden für den Ogre, den brauche ich. Du hast nur Hexe geschickt. Ist denn auch wichtig durch seine Hydras und die Kingpins. Da brauche ich das schon. Oh, die Hexen haben ganz schön viele Spawns schon gemacht. Da bin ich noch 300 drüber. Ich schaff's aber trotzdem nicht. Okay, ich bin schon durch. Zack. Mit den Hexen war es aber ein bisschen zu fett. Okay, 1, 2 haben gehalten. Okay, das ist safe. Nichts durch. Das sind meine. Sieht auch geblockt aus. Krass. Keiner tot. Hätte ich nicht erwartet. Die Löwen nur noch übelst fett. Durch die ganzen 22 Geierschilder. Schilder 2100 immer noch plus.
Hä? Hydralin? Das sind doch diese kleinen. Warum stehen die da so? Ja, ich muss vor Eis mit schicken. Ich schaff das nicht mal. Da drüben auch nicht. Double große Löwin. Mir mehr Hexen rein. Den kann ich noch aufwerten, habe ich noch 5 Piepen. Minus 6800, minus 5400, minus 6000. Ich habe vom Kämpferwert am meisten gehabt und habe trotzdem verkackt. Kann ich sehen, aber das muss eigentlich ein Ei sein. Also eine normale Hydra, oder nicht? Vielleicht ist sie einfach sofort tot. Ich bin sofort tot. Gehst du darum, wer kann länger halten? Bei uns ist es der Erste, glaube ich. Ja, eine Sekunde eher, aber da drüben sind mehr. Das ist der Sieg. Holy shit. Das muss auch erstmal passieren, dass man lange sammelt für den Send und dann wird noch gehalten. Und dann muss man auf 24 nochmal senden. Das ist verrückt. Ja, das war eine Runde Legion. Schaut auch gerne bei anderen Videos vorbei. Slack, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.